Das war so ein bisschen weird. Ach, jetzt bin ich ja wieder mit der Tastatur hier dran. Aber, na, sonst geht's eigentlich. Sind die Dudes eigentlich nur wieder da unten? Ja, klar, sind die da unten. Da fehlt aber einer. Da denkt man schon fast, ich wäre einfach weg. Oh, stimmt, ich muss jetzt nicht mehr rausmachen. Na, wie sieht der so aus? Muss ich den auch noch ausspielen extra? Ich spiele auch noch kurz. Sorry.
man kann mich ja gar nicht hören. Wenn ich mich mute. So, zack, zack. Genau, hier wollte ich noch draufklicken. So. Und probieren wir mal. Er schmeckt auf jeden Fall. Also man schmeckt was. Schon mal gut. So, ich habe auf jeden Fall mal nachgeguckt, wie diese Quest funktioniert, die ich ja eigentlich machen wollte. Neue Karte gefunden, Fäulnissee. Danke. Okay. Und das ist da drüben. Großer Kreuzgang. Da geht's dann zu Astel und der ist halt dead. So. Aber. Astel, Ausgeburt des Abgrunds, genau. So. Irgendwo hier war so ein Singleturm, Testusturm. Rosenkirche. Irgendwo war doch dieser Turm von dieser einen. Rennersturm, genau, da muss ich hin. Da muss ich hin, zu Rennersturm. Hier so die Ritterrunde von Karia. Da war der Bossraum und da hinten geht's. Oder da war es zumindest hier der Eingang zum Bossraum. Und hier geht's dann wieder raus. Also eigentlich müsste ich hier jetzt eigentlich reingehen können. Eigentlich. Aktuell fest verschlossen. Und die Frage ist, was kann ich tun, um da reinzukommen? Da muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Ich habe ja noch diesen Guide offen. Stell die Statue hinter den Eingang auf den Altar, um Zugang zum heiligen Turm von Liurnia zu öffnen. Und in der Hölle. Jetzt muss ich mal gucken. Ewige Stadt Nocturne. Fingertöterklinge. Der Weg zur Klinge, die ihr Ferrani finden sollt, ist recht weit. Ihr müsst zuerst Nocturne durchqueren und dort neben dem Ort der Gnade, Wald der Ahnen, versteckten Zugang zur heiligen Stätte der Nacht finden. What? Hab ich das gemacht? Das ist die wichtige Frage. Hab ich das getan? Wo ist denn dieser Noxtella? Da haben wir Dart von Noxtella. Wasserfallbecken von Noxtella. Das ist Noxtella. Ruhlpalast, den Hauptarm der Einsel. Tiefen von alte Fingerleserin. Namenlose ewige Stadt. Kamm der großen Fäule. Das Jofra, Heilighornland. Und Nocturne, die ewige Stadt. Ja, muss ich mal gucken. Siofra. Ja, aber das ist ja hier. Hier war ich ja schon ewig vorher. Dann muss ich wahrscheinlich eher dahin gehen. Ufer des Siofra. Oder da, wo diese Imitator-Träne war. Nee, das ist ja auch dieses andere.
Muss ich nach da oben? Oder ich gehe mal zu Aquäduktklippen. Ach, das ist dann wieder, das ist dann nicht hier, okay. Das ist ein bisschen tricky. Das ist halt ein bisschen tricky. Nokron, die ewige Stadt. Genau. Achso, da war die Gnade und dann muss ich da drüben. Da drüben geht's weiter. Stimmt. Ah ja, das sind auch wieder diese Feuersäulen, die man aktivieren muss, um gegen den Ahnengeist zu kämpfen. Also gegen diesen anderen Ahnengeist. Huch. Ah, stimmt, da kann ich ja dann runter. Die skippe ich jetzt einfach mal. Irgendwo hier müsste noch dieser rote Wolf von Radagon sein. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Weil er ist halt actually eigentlich nicht so schwach. Springen voraus. Also hätte ich die ganze Zeit dann hier gehen. Okay. Statt die andere. Wobei die andere Richtung musste ich ja eigentlich auch gehen, aber anscheinend zuerst dann in die Richtung. Oder wie? Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig bin. Weil es dann der Punkt ist, den ich übersehen habe. Wie komme ich denn darauf? Ah ja. I see, I see. No! Fuck! Scheiße. Wir sind ungenau gesprungen. Oh, Marikas Pfahl, den nehme ich doch. In der Regel sind die immer besser, da zu spawnen. Na, wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier unten. Die Ahnenjünger. Nach 30.000 Runen will ich eigentlich jetzt nicht unbedingt verlieren. Vielleicht ist hier ohne Pferd zu springen halt auch einfach besser. Gut gemacht. Ja, da drüben brauche ich wieder das Pferd. Oh ne, doch nicht eigentlich. Sprungangriff voraus.
Ah, Komfort. Feuer. Oh, hey, da ist... Ist das ein Gegner? Ja. Autsch. Sind sie eigentlich gewohnt, dass die immer... durch die Schläge von mir eigentlich immer so weggehen. Oder so wegzucken. Dieb. Kopf eines jungen Ahnengeistes. Oh, okay. Es ist aber nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Oder besser gesagt, was ich gesucht habe. Versprüht ein Geisternebel. Oh, okay. So semi-interessant. Das Helikonland. Da ist die... Ein verlassener Händler. Okay. Die Frage ist dann jetzt, wie komme ich? Wie komme ich denn dahin? Goldene Rune, Kante, weiter unten liegt noch einmal schon aufwand. Und der Gnade Wald der Ahnen, den versteckten Schatz. Großen Voll, Aquäduktklippen. Ja, wo ist denn die Gnade Wald der Ahnen? Elden Ring, Wald der Ahnen. Da ist eine Gnade. Oh, okay. Aber da war ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da eigentlich schon war. Dann gehe ich zur Imitator-Träne nochmal zurück. Und dann reite ich darüber. Wir reiten. Das ist auch sehr einladender Anblick. Ich sah unten schon Dudes. Unterfahrer, was? Ufer. Verjüngende Boli. Silbertränenhülle. Ah, Silberträne, ja, okay. Runenbogen.
Wow. Himmelstau, nice. Ist die Silberträne gestorben? Lügner voraus. Durchaus, durchaus. Ne, da kann ich nicht rüberspringen. Alter, wie viele Bloodstains sind denn da? Ja, okay, es war schon knapp. Ja. Ohne Kleidung ist es halt auch schlecht, ne? Da blutet man schneller. Nicht suchen. Nacht. Wunderschön, außer unerwartet das Skelett. Ah, da vorne. Okay, das ist ein riesiger Thron. Mit so einer riesigen toten Frau drauf. Schmetterling. Sehr willkommen, heißend. Ach Gott, das sind lauter solche Silbertränen. Scharfes, schwarzes Schleifmesser, okay. Kann ich auch Finsternis drauf machen auf mein Schwert. Oder wahrscheinlich. Oh hey. Kann ich so einen Schlüssel reinstecken? Ach, so eine ist das, okay. Imitator-Tränenasche. Hab ich die nicht schon mal bekommen? Hi. Hi. Hello. Ocean Art Now. Jetzt muss ich mal gucken. Doch, Imitator. Achso, LP-Kosten. Okay, weird. Nachtjungfrau und Schwertjungfrau FP. Aber ich hab doch so eine schon mal bekommen, hä? Das war doch nach dem Kampf gegen die Imitator-Träne. Das ist einfach weird. Da drüben hängt noch einer. Hi, how's going? Good. And you? Noch dreimal Hi gesagt. Oh, hier ist ein großer Ball. How's it going? This is no art.
Okay, sie guckt einfach ihr Messer an. Au. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und dann wartet das Gegner. Ja. Das versteht sich von selbst. Habe ich auch nicht erwartet. Where are you from? I'm from Germany. So I'm mostly speaking German, not English. Oh, nice. Wie komme ich denn nach da oben? Da müsste der Typ immer noch rumhängen. Ja. So, you give me your Twitch, I follow on Twitch. What? You give me your Twitch. I don't understand this. Is this some weird sub for sub thing or? So in the case of I follow you, you follow me. Wie komme ich denn nach da oben? Das würde mich schon wundern. Sorry, I mean Twitter. Oh, I don't have any Twitter. Sorry. Warum ist... Ach so, nee, das ist ja zum Dingsbeschwören, zum Geisterbeschwören. Die Augen sind jetzt so trocken. Komm, war ich draußen. Wurde ich eingeschneit. Ach, das sind doch solche. Okay. Die explodieren wenigstens nicht. Nicht so wie diese anderen. Oh. Ach, ich sehe es ja eh gleich nochmal. Oh, thank you for the follow. Au. Oh. Okay, der verwandelt sich. Also, I also like this game. Yeah, me too. But this is my first try on this game. I should finish it before March, I think. I don't know. Oder when was it released? Not on, on the 28th of February? I don't know. But I know
until March or some, or was it April? I don't know. So I'm just 1 year on this playthrough. Oh nein! No. Kein Fokus. Oh, I think it's not too hard, so it's on the same level like the Souls games. But there are some parts that are just really spiky. Oh, the Nachricht, Schmetterling. Da ist eh nichts. Außer so eine Hülle. Oh, da ist ein Portal. Ist ja dann nicht. Komm ich denn da rauf? Besser gesagt, das will ich da oben. Außer die Nachricht lesen. Share your Twitter if you like. I don't have Twitter. I said it before. 5 Sterne. Oder Zauberer. Oh, sorry. Well, there's no problem. But I don't know why you always want my Twitter when I don't have any Twitter. And I wouldn't make a Twitter account. So I don't like it. Twitter is a very toxic place. And I don't want to be a part of that. You have Instagram? No. I don't. I just have Facebook. But I don't use it anymore. Dieses Ding ausrüsten eigentlich? Oder muss ich damit zu Rani gehen? Das ist der verpflanzte Drache. Katar. Aber das ist, glaube ich, mal keine direkte Waffe, kann das sein? Onyx. Das ist ein Großschwert. Feuer 0. Okay. Ach so. Stimmt ja, das hat er den Parry mit drauf. Da kann ich die Fähigkeit ja gar nicht benutzen. Ich müsste da noch das Non drauf machen. Kein Talent. Und er ist besser. Okay. Interessant. Wirbelhieb.
Magma Guillotine, okay. Ach, das, okay. Okay. Irgendwie wack. Mondschleier. Flüchtiges Mondlicht. Interessant. Aber das werde ich nicht benutzen können, weil ich keine Weisheit habe. Ich bin zu dumm, um was. Nicht weise genug. Schwarzflammentornado. Oh, es braucht Geschick. Bin ich auf Geschick. I see your Twitch. There is no logo and emotes. Why? So I don't have no logo and no emotes. Because I can't have something. Like that. Ziegelhammer. Achso, das war dieses eine. Beladen, dann schon das Beladen. Muss ich noch mein Schwert noch mal raussuchen. Ich bin ja eh schon wieder dran vorbei, glaube ich mal. Das ist der Zweihänder. Stampfer. Komm, dann gehe ich mal zu Rani. Oho. So, there are some terms on Twitch that allow you to have emotes or not. And when you don't, when you are not allowed to have those, so you can't, you can't have any emotes. I could have some logo, but I don't know what logo I would use. Yeah, so I don't have any imagination about that, how it should be. Ah, it was thee, not blithe it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. Umgekehrte karianische Statue. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps. But a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent too for his part. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. What is it? I too am to depart. Okay. Wenn die Waifu sagt, dass sie, dass man gehen darf. Ihr dürft nun gehen. Ich hab hier übrigens auch ein Bild von meiner Waifu. Ich weiß nicht, ob ihr sehen wollt. Ich hab sie von Ikea. Und zwar... Ja. Mal gucken, dass da kein Staub mehr drauf ist. Das hier ist meine Waifu. Weiß nicht, ob man sehen kann, ob sie so krass spiegelt. Ja. Das ist meine Waifu. Die habe ich für 50 Cent bei Ikea gekauft. War eigentlich eine Postkarte, die ich in den Rahmen reingepackt habe. Weil ich gucken wollte, ob die da reinpasst. Und seitdem steht sie hier auf meinem Tisch. Und ist nun mal eben meine Waifu. Oh, cool. Jetzt ist es offen.
Hier gab es auch irgendwo so einen anderen Turm, wo ich nicht rein konnte. Und so andere Orte in, ich weiß nicht, ob das in Dings in Caelid war oder ob das hier war. Aber irgendwo konnte ich da auch nicht reingehen. Unerwartet das. Hut der Schneehexe. Robe der Schneehexe. Rock der Schneehexe. Da hat einfach Rani ihre Kleider dagelassen. Would you be interested in Logos? In Logox? I don't know what Logox are, but someday I would choose a logo for myself. Yeah, I would be interested. Winzige Rani. When? I don't know. Then when I just thought about it. It's some day in the future. I would, I think. But not yet. Okay, bye. Bye. Ich glaube, er wollte mir einfach was verkaufen. Palastruinen. Ist das der richtige Ort? Oh, stimmt ja. Ich muss ja extra. So. Dann spricht dreimal der Ort der Gnade. Er folgt dem unterirdischen Gebiet nach Noxtella. Vor dem Übergang zum Vollnis. Natürlich ein. Okay. Da muss ich dann auch wieder zurückgehen. War ich hier schon mal? Nee. Ach so, da sind das wieder diese kleinen. Autsch. What? Damit habe ich jetzt nicht geredet, dass mir das Ding so viel Damage macht. What the fuck? Okay, weird. Weird. Kann ich eigentlich reiten? Nein.
Schmiedestein 4, okay. Der Roly-Poly-Boy. I've mastered the Roly-Poly. Der Assi. Der Tobi. Da schneiden hier schon wieder die Gestalten rein. Wieso explodieren die Dinger? Och Gott, Wahnsinn. Und gehst zu welchem Boss bist du gerade unterwegs? Au, 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 au. Also es geht eigentlich aktuell ganz gut, ne? Wieso schon wieder Wahnsinn? Was sind denn das für Pflanzen? Ich mache ja eigentlich die Runny-Quest jetzt. Also, zumindest will ich das jetzt weitermachen, mal. Ah, okay, die explodieren dann immer wegen dem Feuer. Es macht tatsächlich gar nicht so viel Damage. Die ist ganz cool. Und da ich eigentlich fast fertig bin, also so viel ich weiß, bin ich fast fertig. Ich habe das irgendwie alle Gegenstände, die ich für das Ende brauche, irgendwie übersehen. ja. Da ich beim letzten Mal eigentlich schon den ganzen Weg gemacht habe. Ich habe auch den Boss vor diesem komischen großen Siegel da fertig gemacht und so. Und mir fehlen aber halt alle Gegenstände, die ich dafür brauche. Weil ich da einfach vorbeigelaufen bin. So. Und bis jetzt gemacht, so von den Hauptbossen. Muss ich mal kurz gucken, ne? Was habe ich denn hier noch so? Ich habe hier noch Dings. Ich habe Echo des Malkönigs, Sternengeißel, Vollmondkönigin, Ausgeburt und königlichen Ahnen. Ja, Dings, Godric fehlt noch, den ich da drin hatte. Ich glaube, irgendeinen anderen habe ich auch schon komplett benutzt. Also, ich weiß gar nicht mehr, welche Hauptbosse gibt es denn eigentlich noch? Es gibt noch den Dingens, den Drachen, sage ich schon. Es gibt noch den Riesen, den wollte ich ja eigentlich mal noch machen. Ich sage ja noch nicht, dass ich fertig bin. Ja, im Schneegebiet war ich schon. Also ich bin zumindest am Anfang hin. Das wollte ich eigentlich beim letzten Mal weitermachen. Dann bin ich aber irgendwie drauf gekommen, dass ich die Runny-Quest eigentlich machen muss. Dass ich eigentlich noch die Runny-Quest machen kann. Und dann wollte ich die jetzt eigentlich noch machen, bevor ich das andere mache. Das Einzige, was ich gemacht habe, war einfach das erste Dingens zu holen. Ich habe mir die erste Gnade davon geholt. Dann habe ich mit diesem Shabriri-Typen geredet und das war's dann. Da kann man das Moonlight Grove. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Ich habe mir den Guide, den ich eigentlich da, nachdem ich da momentan gehe, schon 50 Mal durchgelesen, weil ich das ja eigentlich schon die ganze Zeit immer machen wollte. Und ist wahrscheinlich einfacher zu bekommen als in den anderen Spielen. Lol.
Ich habe ja schon ewig versucht, hier immer diese ganze Questline zu machen eigentlich, aber ja. Sollte eigentlich aufhören, die ganze Zeit immer hier rumzurennen. Und dann nochmal dahin zu gehen, wo ich eigentlich hin wollte. Ich sterbe jetzt mal wieder gegen Moog in meinem New Game Plus File. Okay. Viel Spaß. Ah, ich kann mit der Rani sprechen, stimmt ja. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Perform for me a service. Eliminate the name of I will. Okay. Muss ich da kurz gucken? Ich habe jetzt mit dir geredet. Und dann muss ich einfach den ganzen Weg gehen. Übergang zum Fäulnissee. Das war hier. Wasserfall, Ufer des Fäulnissees. Ja, dann gehe ich dahin. Okay. Und wo soll dieser unheilvolle Schatten aber sein? Let us speak of the past a while. I was once an Imperian. Of the demigods, only I, Mikala, and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers, as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe, in the form of a vassal tailored for an Imperium. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the Rune of Death, slew mine own Imperium flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. Ah, okay. Even when I turned my back upon the two fingers, Blythe remained my loyal ally. Though he was created a vassal for an Imperian, he was a colossal failure on the part of the two fingers, Blythe and E.G. both. Art willing to give too much to me, yet they both understand what lieth beyond the dark path, that I must betray everything and rid the world of what came before. Ah. Should I add thee to the list? Another one. Kind of heart. As kind of heart as they. Ah. This form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou'st heard. Forget. Okay, ich muss aber immer noch diese komischen Schatten suchen. Ich muss zumindest mal kurz nochmal gucken. Aber das ist für mich auch immer noch nicht ganz schlüssig. Am Ende der Stadt, kurz vor dem Übergang, tötet ihr einen NPC namens Unheilvolle Schatten. Du löst damit gewissermaßen.
wichtig, okay. Dann gucke ich mal kurz. Nox, Della. Wo ist denn dieser NPC-Dude? Okay, also ich habe keine Ahnung. Wertvolles Objekt voraus. Aufsicht für Tunnel. Todes, na, das sind die Dingens. Wenn ich die Übergangsgruppe nicht sehe. Oh. Das sind diese ruinen Ameisenreiter. Armreife. Okay, da ist auch nichts. Gott.
Ja, genau, das ist hier. Da hinten geht's. Da geht's dann da hinten rum. Da komme ich aber nicht hin. Also der ist tot, okay. Ist schon mal gut. Was ist hier? Nichts. Und vielleicht war hier was drin, ich hab's schon mitgenommen. Heilen. Schieß doch nicht nach mir. Au. Das Problem hat sich wenigstens von selbst erledigt. Aber die schießen immer noch auf nach mir. Auf mir! Bäm. Oh, da drüben lebt immer noch. Das sind diese komischen Schnecken. Oh! Okay, wusste gar nicht, dass ich das kann. War mir gerade sehr neu.
Autsch. Ha. Das war so eine Dunkelmission 7. Ich weiß nicht, als Schlüssel. Becken von Oxford, aber der West und Nordöstlich finden wir. Anschließend geht es durch den Unterland. Hi, I'm back. Oh, Ocean Art, no. Welcome back. Todespath. Das ist von Ronny Sprach. Inventar aus. Okay, Wasserfallbecken. War das Wasserfallbecken? Oder muss ich da dann extra runtergehen? Ich mal Ufer des Feindessees. Komm, da gehe ich mal hin. Okay. So you look nice. Okay, da, thank you. I'm always nice locked. But I have no key for that. Ah, da ist der NPC. Oh Shadow, thou art the last. Tell the two fingers that Rani the witch cometh to rend thy flesh with a fateful wound, ne'er to heal. Autsch. Hilfe. Hilfe. Ich glaube, ich soll den Hammer nehmen. Ich probier's mal mit dem Hammer. Ah, große Last. Mist. Habe ich irgendeinen leichteren Schild? Ah, die sind alle nur schwerer. Immer noch gut. Oh, okay. Muss dann einfach die Balliste wegtun. Dann. You play a game very well. Yeah, I'm. Done this very well.
I always play a game. No, not this game. Are you single? No, I'm album. Ha! Bam! Hammer time. Ouch. Oh. Der hat hier dieses. Der heilt sich! Unfair! Hab ich mein Schwert, hab ich meinen Hammer weggetan. Fuck, ich glaube, ich da noch irgendwo runterfliege. Beautifully fought. Ha! My thanks. T'was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and E.G. I love them. Oh, weggeworfener Palastschlüssel, nice. Gut. Dann bin ich da soweit fertig. Dann gehe ich jetzt mal zur großen Bibliothek. Ich glaube, das mit dem Album war ein bisschen zu viel. Es wurde dann wohl nicht verstanden. To be born anew. Wiedergeburt anpassen. Was macht denn Wiedergeburt? Anpassen. Ah, okay, ich kann bloß meinen. Gut. Anpassen. Be not alarmed. I would birth thee as a sweeting. Fair and fine. Will ich damit sagen, dass mein Leben nicht fair und fein ist und er auch nicht schön ist. Also bitte, ne? Wer würde denn nicht, ganz ehrlich, wer würde nicht so aussehen wollen, ja? Also bitte, ne? Er ist das Schönheitsideal schlechthin. Manche würden sagen, er wäre ein weirdes Monster, ja? Aber man hat einfach kein, ja. Und diese Nase, ja. Es könnte einfach Elotrix sein. Oh man. Er könnte einfach Carsten heißen. Und die Haare. Bäm, Dunkelmondring. Yeah. So. Ja, stimmt. Ich muss ja nach da hinten rennen jetzt. Jetzt ist da das Gebiet auch offen. Oh, stimmt, da gibt es ja den Drachen, gegen den ich dann kämpfen kann. Diesen anderen Drachen. Du, 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 du.
Laufe ich schon in die richtige Richtung? Ja. Also ich hoffe zumindest. Oh. Nein, das war die falsche Richtung. Bin ich zurückgelaufen? Ups. Oh, ich sollte ja vielleicht aufleveln. Erstmal ein Level ab. Stufenaufstieg. Tipsy. Koala. Oh. It's worms and fidgets. Yeah. Oh. Das ist ein Service hier. Mondlichtaltar. Hier oben bin ich. Oh. Ich glaube, das ist er. Ich glaube, ich höre hier einen Drachen. Ja, ich kann seinen Schwanz sehen. Charge! Haha! Au. Der hat gar keine Bossleiste. Aber vielleicht ist er auch gar kein Boss. Er ist ein Fake. Schnell ins Auge. Bam. Nein, nicht wegfliegen. Ich hasse diesen Move. Oh Gott, da ist ja noch einer. Drachenherz. Mein Steed! Oh oh, hier kommt der Sniper-Schuss. German Sniper!
Stimmt, davon profitiert ja mein Pferd gar nicht. Schnell, ich gebe ihm die Rosine. Ah, da ist noch einer! Gott! Ich habe ja gehört, schlafende Drachen weckt man nicht, aber... In diesem Fall muss ich mich wohl dann doch fast zurückziehen. Ha! Sein Kollege hat ihn zu Fall gebracht und ihm Damage gemacht! Oh, und Mist, jetzt bin ich tot. Ich hätte keine zwei Drachen. Ist da nicht noch ein dritter? Nein, das ist nur ein zweiter. Das war der zweite. Ups. Oh, fallen ist sie. Achso, ich habe da oben ja noch gar keine Gnade, oder? Ja. Ich habe das Dorf der Albinorix. Nächstes Mal sollte ich nicht gleich dahin reiten, wenn ich den Drachen höre. Hab dir gerade ein Bild geschickt, bin wieder ansprechbar. Okay, WB Tobi. Okay, du hast mir nichts auf Discord geschickt. Ja, war null close. Mhm. Oh moin. Mit einem, gerade so mit einem Leben. Ja. Erinnere mich an diese Jump Force Fights, die ich da hatte. Die AIDS-Kämpfe, wo ich mit einem Leben überlebt habe. Gerade so den Kampf gewonnen. Ich bin froh, dass ich das Spiel doch hab. War so schlimm. Der Boss war aber richtig AIDS. Ja, Moog soll auch nicht so der coolste sein eigentlich. Ich habe ja diese Memes gesehen, wo die Leute so gestruggelt haben. Und da, als die Mages noch so OP waren, wo dann einfach so ein Dude reinkam, als so ein Mage, der den einfach förmlich mit einem Zauber gewone-shottet hat. Und die Leute waren dann am Ende disappointed. Weil die haben ja nicht gegen den Boss gekämpft. Der andere one-shottet den so und dann denke ich, oh, okay. Ist halt so. Kann man auch nichts mehr machen. Sind da noch mehr Drachen? Autsch. Och man. Jetzt flieg doch nicht nach da hinten. Autsch. Schwanzangriff, der kriegt mich immer wieder. Grip Torrent.
Nein! Ja! Stirb, dreckiger Drache. Nice. Man merkt seinen größeren Lebensbestand deutlich. Das ist, er glaubt, vielleicht nicht so insane. Okay. Ja gut, mehr Leben merkst du eigentlich immer. Merkst du auch, wenn du mit anderen Leuten spielst, wenn die Gegner ein bisschen mehr Leben haben. Wo ist eigentlich dieses hässliche Note, das ich hier irgendwo hingesetzt habe? Mich stört es, dass es hier auf der Map zu sehen ist. Wo habe ich das hingemacht? Wo ist diese fucking Markierung? Ich kann auch nicht hinzoomen. Ah, da ist die Markierung. Fuck. Da habe ich nicht auf X gedrückt. Okay. Wo ist der andere Drache? Da ist der andere Drache. Da renne ich jetzt einfach so hin. Scheibe Fleisch. No! Ha! Jetzt hat er irgendwas ge-one-shottet. Dieser schwere Angriff ist aber auch nicht so krass. Trifft immer Torrent. Immer! Autsch. Diesmal hat er mich auch getroffen. Ich sollte vielleicht auch mal die andere Taste nehmen. So ein Teil. So ein. Oh. Wieder so ein Fall von Drachen in Elden Ring sind eigentlich easy. Der war aber hartnäckig. Der wollte nicht umfallen. Nicht so wie die anderen. Ach Gott, das sind diese komischen Onyx-Dudes. Die hab ich gar keinen Bock. Muss ich mal gucken. Wo ist denn hier die nächste Gnade eigentlich? Oder soll ich einfach nochmal zurückreiten zum Aufzug? Bin jetzt einfach Hals über Kopf zu den Drachen gestürmt, als ich die Drachen gehört habe. Drachenjäger aus Hobbymäßigkeit. Is this dog? Behold, dog.
Überall. Ach. Ach. Da ist er ja. Da ist es ja. Ach, 40k. Das ist immer die Hälfte vom Level ab. Ruinen des Mondvolks. Schauen wir mal. Ach. Hilfe, ich werde von oben alten Leuten gemobbt. Sehr schön, mal das. Muss ich mal gucken, wo der andere hin ist. Die Magie fährt. Nichts wirklich Interessantes hier. Schimmerdrache Adula. Das ist ein anderer Schimmerdrache als der. Der fand es bestimmt nicht geil, dass ich seine Freunde getötet habe. Vielleicht waren es auch seine Kinder. Ins Auge! Ich könnte hier sogar die Truller beschwören. Glück habe ich gerade noch geheilt. What? Ach, damn it. Was, Niki? Der kann mehr als die anderen. Ich sehe schon. Ja, ich wollte aber eh noch kurz mein Schwert eigentlich umrüsten.
Da muss ich mal gucken. Kriegsasche. So, ich verbleibe so. Schwer. Giftig. Blutig. Ja, verhöht den Blutverlust. Löst Vergiftung aus. Okkult. Was macht ein Okkult? Oh, Skalit mit Arkan. Okay. Well. Ah, Isik macht Weisheit noch mit drauf. Weiß nicht. Ja. Aber Frost wäre halt auch nicht schlecht, eigentlich. Könnte aber auch giftig machen. Oh, es geht auch mit Arkan. Ja, das wäre eigentlich. Das erhöht den Grundschaden. Komm, ich probier's mal so. Das habe ich noch nie benutzt. Das habe ich noch nie gemacht, eigentlich. Ich habe die Combo tatsächlich bloß einmal in Dings benutzt, in Dark Souls 2. Da hätte ich auch so. Und da habe ich mir auch die Flammenberge geholt. Das ist eigentlich mein Lieblingsschwert in allen Teilen. Und da habe ich dann giftig drauf gemacht. Da war nur der Unterschied, im Gegensatz zu hier. In Dark Souls 2 bringt Statuseffekte gar nichts. So, wo waren jetzt eigentlich meine. Ah, da hinten ist es. Sofern man nicht gegen irgendwelche normalen Gegner kämpft oder im PvP, bringt einem das halt absolut nichts in dem Spiel. Da alle Bosse eh immun dagegen sind. Es war knapp. Okay, mach weniger Schaden als vorher. Aber ja, ich habe ja auch quasi mehr Damage auf der Waffe gehabt. Ah, er ist vergiftet. Und mein Pferd ist schon wieder tot. Ohne Witz, der ist doch. Der weiß, dass mein Pferd die Schwachstelle ist. Ohne Witz. Und jetzt habe ich das Gefühl. Und Frost. Okay, ich glaube, ich gehe dann doch nochmal vom Gift mal ein bisschen weg. Heilig. Komm, nehme ich Blitz. Ich könnte auch die Trulla beschwören, aber die schießt dreimal auf den Drachen und dann macht er einmal den Breath Attack und dann ist sie tot. Definitiv. Dann ist sie tot.
What? Bin ich in genau die falsche Richtung geritten. Damit. Der ist ein härterer Nuss, als ich es eigentlich gedacht habe. Aber der packt auch so viele Tricks aus. Das ist ein Problem. Und mit dem Blitz kann ich wenigstens seine Dings besser brechen. Hier seine Haltung. Ohne Witz, da tauntet er mich doch einfach nur. Der verhöhnt mich! Am I a joke to you? Ich würde wahrscheinlich ja sagen. Autsch. Fuck. Oh oh. Meine Frostwave. Oh, war knapp. Ich hätte da runterspringen sollen. Fuck! Das war doch keine gute Idee. Oh man. Ich dachte, es wäre eigentlich nur so ein kleiner Vorsprung, aber. Jetzt habe ich wenigstens vor der Attacke gerettet. Ich stelle mich da aber auch schon wieder an. Naja. Ich sollte mir sowas vielleicht langsam mal merken. Das war diesen Charge nach vorne. Oh oh. Wie der gefallen ist. Oh man. Puh.
Steed! Steed! Speed! Ah, Mist. Und das war ja wieder der Drehangriff. Jedes Mal, er trickt und baitet mich und ich fall immer drauf rein. Fall halt mal um. Ganz ehrlich, ich hätte ihn schon beim ersten Mal besiegt, wenn ich einfach nur ein bisschen intelligenter gespielt hätte. Oh. Und ich mal ein bisschen drauf gucke, was er eigentlich immer für Moves macht. Weil zuvor bin ich ja immer in die ganzen Dings reingerannt. Ich bin fast jeden Angriff, immer reingesprungen. Oh, Adulas Mondklinge. Okay, interessant. Er ist der Drache, der wie jeder andere Drache auch ist. Nur mit ein paar bisschen extra Attacks. Wobei diese zielsuchenden Arkangeschosse ja schon irgendwie fies waren, muss ich sagen. Die haben mich ein bisschen überrascht. Liebe voraus, da herunter. Nice. Warum immer nur Unglück? Echt jetzt? Muss ich da runter? Oh, Alter, ich habe echt viel bekommen. Holy shit. Ich habe 12k da gebracht. Reicht. Na, eins fehlt noch. Muss ich da jetzt runter? Ja. Oh, da ist sie ja. Die echte Rani. Mehr oder weniger. Zumindest ohne ihr Kleid. Und sie hat ihre Dings getötet. Rippfinger. Wir haben einen Thron draus gemacht. Und jetzt macht er sie klar. So kennt man's doch. Einfach random Frauen den Finger an den, den Ring an den Finger stecken. Ja, nicht den Finger an den Ring.
frag mich eigentlich immer noch, wo die echte Rani eigentlich ist. Ne? Die Leiche von der müsste irgendwo noch rumliegen. Weil sie lebt ja eigentlich noch. So halb. Ah, jetzt hat sie sich schnell mal was angezogen. So, it was thee, who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee, travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Divinity Original Sin 2. Den Moment, wenn du dann mit dem Doktor einen Pakt eingehst und er sagt, ja, er hilft dir. Und dann, wenn der ganze Kampf vorbei ist, er dann einfach auftaucht, um deine Freunde zu töten. Oh, man. Das ist so. Kaum ist die Arbeit getan, alles fertig. Hey, wir hatten doch eine Abmachung gehabt, ne? Oh, man. Da habe ich mich schon ein bisschen verarscht gefühlt. Wobei ich hätte den Doktor da eigentlich töten sollen. Ach ja. Ach Gott, nicht so einer! Ich hasse die Dinger. Verpiss dich! Wieso fällt der eigentlich dann vom Himmel? Wenigstens ist er dead. Das ist immer so richtig pain in the ass. Aber dann bin ich jetzt wenigstens mit der Runny-Quest fertig. Das ist schon mal gut. Dann kann ich beruhigt ins Schneegebiet gehen. Echt jetzt? Really? Da springe ich extra so, dass den ganzen Schaden das Pferd eigentlich bekommt. Und ich starb trotzdem. Und wenn ich da jetzt runterspringe, dann bin ich definitiv dead. Dann muss ich schon einmal da außen rum reiten. Ich muss sagen, ich finde das auch ziemlich weird, wie hier die der Fallschaden immer gegeben wird. Manche Orte, wo man denkt, da bin ich definitiv dead, wenn ich da runterfall, dann stirbt man nicht. Und bei solchen kleinen Punkten wie da, nö. Einfach tot. Auch wenn man intelligent runterspringt.
Wenn ich da jetzt so runterspringe, bin ich bestimmt auch tot. Das will ich ja noch mal Run bekommen. Einfach so. Okay. Hinten ist noch so eine Kirche. Die gucke ich mir noch an. Ob es hier so ein Gefängnisding? Siegelgefängnis des Oberhaupts. Mache ich beim nächsten Mal. Ah, da sind diese Onyx-Dudes. Ich mag euch nicht, darum reite ich an euch vorbei. Und da ist auch noch mal so ein roter Wolf. Oh, Schmiedestein 8, dreimal. Schon mal gut. No! Das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte eigentlich, ich kann da rüberspringen, aber nein. Dammit. Ich weiß gar nicht, wie viele Runen ich eigentlich hatte. Da drüben? Nee. Probier's nicht. Ich probier's einfach nicht.
Muss aber auch sagen, die sitzen mal ganz weird da eigentlich rum. Den Radagon-Wolf, den dodge ich mal. Nochmal. Alter, schöne blaue Blümchen. Mach denselben Fehler jetzt nicht nochmal. Da drüben ist aber wenigstens eine Grave. Oh, ich sollte noch meine Dings holen eigentlich. Oh, 4073. Okay. Oh, 4400. Sucht drei große weiße Bestien. Ach nein. Nicht so eins schon wieder. Ich hasse das. Jedes Mal. Ich weiß halt auch nicht, wie groß die Range von dem ist. Also von diesem Rätsel. Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal noch. Gehe ich noch zu Rannis Turm. Ich weiß gar nicht, ob die was da gelassen hat, ich glaube aber nicht. Aber ich will eigentlich nur vor Rannis Turm gehen. Denn da habe ich noch was zu erledigen. So, mehr oder weniger eigentlich. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Fuck. Komm, lass im Turmeingang betteln. Dann doch lieber draußen. Ha. Sorry, Blight. Ich dachte, er sagt noch irgendwas, aber naja. Königliches Großschwert, Blades Rüstung, Stulpen, Beinschutz. Okay. So, und dann mache ich den letzten Punkt von der Quest noch. Wo ist er? Da ist EG. Ja, gehen wir noch zu EG. So, wahrscheinlich nicht, weil ich weiß nicht, ob das so, weil mittlerweile wissen es wahrscheinlich eh alle. Aber, oh, EG lebt noch. Aber ich glaube, ich kann sie ihm jetzt sagen. Oh, there you are. Have you heard? Lady Rani. Along the dark path of Empyrean, from Rena's rise, it would not have been possible without you. As Lady Rani's war counselor, and moreover, her childhood warden, I express my deepest. You and only you were Lady Rani's true champion. Cool. Blythe's tot. Unthinkable. How could Blythe? How did he break free from his cell? No. More importantly, Blythe became a curse that plagued Lady Rani. Yet even in madness, gave himself to her. I've made a grave misjudgment. And I thought myself a capable war counsel. I'll catch up with you soon enough when I do. I only hope you'll accept my apology. Okay.
So, jetzt gehen wir nochmal hin. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bloß rasten muss. Ah, okay, er ist schon tot. Stehen hier dann noch die ein Dudes rum? Falle voraus. Ichis Klangperle, Spiegelhelm. Und er sieht ganz cool aus. Der Arme, der tut mir eigentlich echt leid. Vor allem er brennt jetzt in diesen schwarzen Flammen. Aber diese Attentäter sind auch tot. RIP EG. Ja, Tobi. RIP EG. Der war eigentlich voll der nette Typ. Du hast ihn gekillt. Ich hab ihn doch nicht gekillt. Das war ja seine Entscheidung. Oder mehr oder weniger. Ich weiß aber auch nicht, ob die Dudes ihn jetzt einfach angegriffen haben. Wobei, hätte ich ihm nicht von Blades Tod erzählt, dann würde er immer noch leben. Na gut. Dann gehe ich jetzt noch ganz kurz, ne, bevor ich jetzt dann fast keine Zeit mehr habe, zu Dingens, zu Tafelung und Feste. Muss eigentlich mal gucken, ist die eigentlich jetzt schon wieder hier? Oh, Kampf beginnen. Und da ist noch er da. Die ist ja weg. Nachdem der andere D gestorben ist und bleibt, muss man eigentlich auch nicht töten. Ja, ich weiß. Er ist eigentlich, er bleibt halt quasi da. Das ist so diese optionalen Schritte von der Quest. Sobald Rani weg ist, wird halt Blade wird halt dann wahnsinnig eigentlich. Und er bleibt halt dann da vorne und greift halt alles an, was halt da ist. Das ist ja das Traurige daran. Auch, wobei eigentlich auch nur, wenn du ihn befreist. Ja, der ist ja normalerweise eigentlich in dem Gefängnis von dem, hier, oh, Geister. Zahlpflücker, okay. Und Ijis Klangperle. Der bleibt ja normalerweise dann eigentlich in dem Dingens gefangen vom Bluthund. Beim, ich glaube, bei diesem, bei Festung Sturmschleier, irgendwie da, da sperrt der Iji ihn ein. Und wenn du ihn halt nicht befreist, dann bleibt er da halt drinnen. Du kannst ihn halt immer trotzdem noch befreien und danach, ja. Und danach sitzt er halt dann da am Ende da und ist halt wahnsinnig. Ich habe ihn ja nur erlöst. Muss ich aber mal gucken, wie eigentlich Ds Story dann auch noch zu Ende geht. Ja. Mit dem anderen D habe ich ja habe ich die Rüstung von dem Original D gegeben. Kann ich das mittlerweile? Oh, nice. Muss ich mal noch gucken, was hier die, was ich von den Fingern oder von der Finger Lady eigentlich. Warum stehen die da so weird dran? You know what this means. The fingers remain still shaken by this turn of events. They are busy consulting the Crater will. When they are finished. The fingers will again orbit about thousands, if not tens of thousands okay. Of moons must first, no matter for me. But you, how will you ever manage to wait? My, oh my. Ich will die Dornen verbrennen, Heldenausrüstung erhalten. Oh, stimmt. Ich kann ja die Sachen dann kaufen. Radans, Dornenbeinchen. Dornenstulpen. Ah, okay.
Okay, das habe ich schon einmal benutzt. Aufgeburt. Oh, ich kann da was for free nehmen. Vollmond, okay. Und schleudert ihn nach Gegnern. Morgoths verfluchtes Schwert. Königliches Malbaby. Viele Gespenster, die Gegner verfolgen. Okay. Sehr gut. Heavens forbid. That is not the domain of mere men. The burning of the Erd Tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the Rune of Death too? The Rune of Death goes by two names. The other is Destined Death. The forbidden shadow plucked from the Golden Order upon its creation. Unleashing the rune now would be unthinkable. The fingers would never permit it. Nor would the greater will. But here we are. The fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire beyond the ken of the fingers. Who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? One. Finish the job. Finde ich gut. Finish the job. You deem most worth. Okay. Now go forth, let the work. Finde ich gut. Wenn sie einfach sagt, ich soll den Job erledigen. Wie so ein Gangster. Go, finish the job. Shoot him. Ach ja. Ja gut, aber an der Stelle würde ich jetzt sagen, dann war es das jetzt mit Elden Ring. Weil in 3 Minuten habe ich echt eine Verabredung mit Yannick, um Divinity dann zu spielen. Aber ich hole mir vorher noch was zu essen. Also komme ich so in einer Viertelstunde eh wieder online. Ja. Und dann bis dann. Elden Ring gibt es dann einfach wann anders wieder. Also, tschüss Tobi!